Weiter geht's. Wir müssen irgendwie noch auf das Dach kommen. Aber wir gucken uns, glaube ich, mal erstmal noch um, was wir überhaupt hier sonst machen können. Weil das ist ja nicht die einzige Aufgabe, die wir hier haben. Wir sollten vielleicht auch einfach mal öfter ins Tagebuch schauen. Der kleine Mann in Grün wartet bei Nacht auf dem Baum hinter dem Rathaus. Aber da oben ist es ganz schön duster. Jerrys Witze kommen im Auswahl nicht gut an. Ja, das wissen wir. Grünes geisterhaftes Leuchten über den nächtlichen Feldern. Ah, der Geburtstag. Da fehlt ja auch noch was. Extravagant. Extravagant. Sehr extravagant. Anja, erzähl mir was. Ich habe gehört, die Hasenfamilie wartet auf eine Torte. Ja, ja, die feiern jeden Abend und haben ganz spezielle Wünsche. Aber mir fehlen leider ein paar Zutaten. Hast du auch zufällig eine Liste für mich? Ja, du hast's erraten. Wenn du die Zutaten findest, kann ich die Torte machen und du kannst sie den Hasen bringen. Okay. Bisch, pass auf dich. Können wir damit was machen? Das sieht doch aus auf den Schlüssel. Erstmal gucken wir aber die Zutatenliste. Zutaten für den Kuchen für Familie Hase. Eine Handvoll süßer roter Beeren, okay. Schokolade, etwas Milch und Rübensirup. Rübensirup. Rübensirup, habe ich eine Ahnung, wo wir die herbekommen. Den herbekommen. Schokolade haben wir. So, was war das noch? Milch? Fehlen. Milch weiß ich auch, wo man die herbekommt. Ach, einmal zu oft auf die Escape-Taste. Können wir das vielleicht, dass wir uns den Schlüssel klauen können? Müssen wir eigentlich auch mal ausprobieren. Hey! Oh. Ich hab das Ur... Ich hab das... Ist fast die Perf. Naja, aber Türen kann man mit dem... Okay, Milch weiß ich, wo man die herbekommt. Dafür brauchen wir aber einen leeren Becher. Jetzt ist. Hallo. Die Maus ist ganz in Gedanken, wenn sie herumläuft. Die Tür ist. Jetzt könnte ich sogar durch die Hinter. Okay, wenn keiner hinguckt. Die Maus. Die Tür. Aber sie guckt. Jetzt kann ich nicht. Können wir mit ihr vielleicht Karten spielen? Keine Zeit. Mit ihm haben wir schon. Das klappt. Mit Anja. Mit Anja mal Karten spielen. Das haben wir noch nicht. Sekunde. Okay. Auf geht's. Neues Glück. Davon haben wir zwei, davon haben wir zwei, da ein, und davon zwei. Dann fragen wir erstmal danach. Du hast doch bestimmt die Nummer 1. Ganz bestimmt. Na, ja. Mal sehen. Hast du auch die andere? Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr schön. Hey, Quartett. Quartett. Hast du zufällig? Ich weiß, wir haben die anderen. Haben wir eigentlich mehr? Hast du bestimmt. Verflixt. Karte aufnehmen. Okay, wir wissen, sie hat da. Die Nummer 3 war das, glaube ich, nicht. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Die Nummer 2 davon hat sie auch nicht. Von diesen. Keine Ahnung, was das ist. Das sieht für mich aus wie eine Bären. Da hat die Nummer 2 nicht. Aber wenn sie danach fragt, wird sie bestimmt die andere haben. Die hast du bestimmt. Sehr schön. Mal sehen, welche Karte du da hast. Okay, fragen wir mal.
nach so ein Schriftzeichen. Die Karte hast du ganz bestimmt. Wunderbar. Sehr schön. Mal sehen. Dann noch das andere. Die Karte, die hast du bestimmt. Ja, komm schon. Na warte. Schade. Karte aufnehmen. Okay, wir haben ja schon zwei von diesen anderen, was das auch immer sein soll. Gegner fragt nach Karte. Oh, das war meine Lieblingskarte. Gegner fragt nach Karte. Nein! Schade. Gegner fragt nach Karte. Nein! Karte aufnehmen. Ah, oh, nee, sie haben uns keine geklaut. Wenn sie nach der Nummer 3 fragt, dann hat sie da bestimmt auch eine von. So, hast du jetzt die Nummer 2 davon? Die Karte hast du ganz bestimmt. Na, warte! Mist! Karte aufnehmen! Gegner fragt nach Karte! Nein! Die Karte wollte ich eh nicht haben. Gegner fragt nach Karte! Fast! Nö, die haben wir nicht. Karte aufnehmen! Du bist an der Reihe. Jetzt holen wir uns erstmal die zurück, das ist unsere. Ganz bestimmt. Gut gespielt. Da weiß ich, dass du die hast. Mal gucken. Hast du die Karte? Hast du die ganz Karte bestimmt? Nein, schon wieder. Schade. Nicht. Karte aufnehmen. Jetzt haben wir die aber. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Kannst du gerne haben. Leider futsch. Gegner fragt nach Karte. Nein, 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 nein. Wie machen die das nur immer? Gegner fragt nach Karte. Die haben gar nicht. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Okay, Schriftzeichen. Das war Nummer 3, genau. Die Karte hast du ganz bestimmt. Na klar, Teddy, die hat uns gerade gezockt. Sehr schön. Wenn sie danach sehen, fragt, müsste die doch jetzt eigentlich noch die haben. Mal sehen, ah, da haben wir auch drei Karte von. Du da hast. Nehmen wir mal die. Die Karte hast du ganz bestimmt. Nein, schon wieder nicht. Karte aufnehmen. Hey. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Haben wir nicht. Fast. Karte aufnehmen. Wieder eine Karte. So, hast du jetzt die. Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr schön. Ein weiteres Quartett. Schon wieder ein Quartett. Mal sehen. Davon hat sie uns auch schon welche gezockt. Ich glaube, die war das. Die Karte, die hast du bestimmt. Gut gespielt. Sehr schön. Dann hat sie da bestimmt auch noch weitere von. Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr schön. Mal sehen. Hast du auch die letzte davon? Ganz bestimmt. Gut gespielt. Quartett. Quartett. Mal sehen. Okay, da hat sie uns auch eine von geklaut. Welche war das noch? War das die? Hast du ganz bestimmt. Ich muss mir das öfter merken, besser merken. Mal kleine Notizen machen oder so. Hast du die jetzt endlich mal? Die hast du bestimmt. Was hast du eine Menge schon gezogen? Karte aufnehmen. Quartett. Quartett. Gegner an der Reihe. Wir haben vier Quartetts. Wusstest du das nur? Das ist meine. Wie machen die das? Hey! Gegner fragt nach Karte. Nee, hey! Die wollte ich eh nicht haben. Gegner fragt nach Karte. Oh, das war meine Lieblingskarte. Gegner fragt nach Karte. Na, warte! Das gibt's ja nicht! Nee. Gegner fragt nach Karte. Nein! Na, warte! Och, nee! Gegner fragt nach Karte. Ja, das ist die einzige Karte, die wir noch haben. Lieblingskarte. Spiel vorbei.
vorne. Ha! Wir haben trotzdem gewonnen. Die Maus hat das U, die Tür. Okay, wir können in den Garten. Oh oh, die beiden. Hey, das ist Raub. Okay. Können wir hier das Buch benutzen? Wenn ich hier zu. Wenn keiner guckt. Ja, aber nachts kommen wir nicht in das Café. Oder doch? Hm. Oh, ein Schränkchen. Wir haben noch gar nicht gesehen, dass wir da was machen können. Das ist unser Nachbar, der Alte. Wir restaurieren ihn jetzt für den Verkauf. Ach so. Die Tür ist leicht geöffnet. Aha. Gibt's doch bestimmt was zu holen. Da ist etwas drin. Wusste ich's doch. Aber nicht einfach da reingreifen, solange der Igel guckt. Das klingt, als ob die Arbeit viel Spaß macht. Nein, nein, man muss trotzdem erst muss skizziert und verbessert werden. Oder man arbeitet einfach drauf los. Ja. Spontan sein. Nein. Das hilft. Mit Säge, Hammer, Nägel, Farbe. Aber erst, nachdem man ausgiebig geplant hat. Mhm. Sonst wird das doch nichts. Aber so plant man sich doch den Spaß weg. Okay, das haben wir das letzte Mal. Sollen sie nicht streiten? Vielleicht müssen wir einen Streit provozieren. Stimmt. Arbeit ist zum Geldverdienen. Da braucht man keinen Spaß. Siehst du? Finde ich aber überhaupt nicht. Unsinn. Ohne Spaß macht es keinen Sinn. Planung ist nebensächlich. Nebensächlich? Es muss auch Spaß machen. Vielleicht nicht immer, aber es sollte zum größten Teil Leute mal auch Freude dran haben. Du nimmst nichts ernst genug. Jungs? Ich glaube, die sind gerade mit sich beschäftigt. Ich hab recht. Jungs, nicht streiten. Die beiden sind... Mal sehen, was da im Schränkchen liegt. Au! Was hast du gefunden, Jerry? Ein ganzes Quartett. Oh. Die Karten muss der alte Magier da drin vergessen haben. Die kompletten... Mit diesen Schriftzeichen auf den Steinen, diese magischen Schriftzeichen. Sehr schön. Ich hab recht. Ach Jungs. Streitet euch doch nicht. Ich meint das doch nicht so. Okay, wir holen jetzt erstmal die Milch. Was haben wir hier noch? Weg nach Mauswald. Steinstiele. So, Stiele. Maki, was machst du denn hier? Schon zurück? Was, wenn ich Hilfe brauche? Was, wenn ich mit dem Rad... Ja, so, tolle ich Hilfe. Ich beneide, doch es ist also... Wir brauchen Milch. Die haben wir hier. Das habe ich mir gemerkt. Jetzt habe ich Milch. Okay, mehr brauchen wir hier nicht. Anja, wir haben schon mal zwei Sachen. Boah, jetzt eine leckere Torte wäre auch nicht schlecht. Jedenfalls auch mal eine wieder selber machen. Sekunde. Oh, so eine leckere Torte mit Früchten. Eine schöne Quark-Sahne-Torte. Eine Käsetorte. Nochmal zur Torte. Ah, ich glaube, wir müssen hier das so nehmen. Okay, hier hast du den Becher Milch. Eine Zutat, vielen Dank. Es fehlt nur noch ein Krüstchen. Eine Hand und dann Schokolade. Schokolade. Die Schokolade haben wir dabei. Hier, liebe Anja. Eine Zutat für vielen Dank. Eine Schokotorte, das wär's jetzt. Es fehlt nur einer und dann.
Eine Schokotorte wäre jetzt richtig, richtig geil. Okay, Rübensirup. Rübensirup. Da weiß ich auch schon wo. So ein paar Sachen bleiben einem dann ja im Kopf schon mal hängen. Ich glaube, hier bin ich falsch. Ja, hier bin ich falsch. Obwohl, hier könnten wir mal gucken. Mit Beeren. Kriegen wir die hier auch? Kriegen wir die Beeren auch hier auch im Wald? Oder... Hafenstatue? Oh. Okay. Eine geisterhafte Form. Ein Nagel. Ich weiß auch nicht, wie das aussieht. Aber es scheint mitten im Baum. Das kann nichts Gutes. Weg über die Mauer. Spinnnetz. Tümpel. Okay, hier kriegen wir keine Beeren. Schade. Aber Beeren würde ich sagen im Wald. Ich glaube, da sehe ich Beeren. Aber erstmal holen wir uns natürlich den Rübensaft. Da weiß ich nämlich, wo man den kriegt. Aber es ist Herrscher. Den kriegen wir hier. Ein Becher voll dickem, süßen Sirup. So, Vorderseite. Leckere, lecker duftende Beeren. Leckere, ich ja. Halte hier Wache und ernähre mich nur von diesen roten Beeren. Darbe ohne ein gut gepfeffertes Käsefondue oder ein wärmendes Wort meiner Kameraden vor mich hin. Also, lass die Finger von meinen Beeren. Oh, warum so zickig? Nochmal, was hat die jetzt gesagt? Hm? Wegen dem neuesten An- und Alt... Keine Uhr. Ich halte hier Wache und ernähre mich nur Darbe ohne ein gut gepfeffertes Käsefondue. Käsefondue. Wärmendes Wort meiner Kamera. Also. Ein Käsefondue. Wir haben hier Pfeffer. Das braucht. Wir haben Käse. Oh. Wenn wir eine Pfanne hätten, könnten wir aus deinem schönen Käse ein leckeres Fondue machen. Nicht, dass ich irgendwas brauche. Ich komme gut allein klar. Ein Käsefondue. Erhitzen. Ein Käse. Käse erhitzen. Hitzebeständige Folie. War hier nicht nachts ein Feuer? Oder müssen wir das beim Kamin Rathaus machen? Erstmal hier gucken und dann ab zum Rathaus, wenn das hier nicht klappt. So eine Handvoll Beeren hätte ihr uns ruhig abgeben können, oder? Oder was meint ihr? Ey, das ist ein ganzer Busch, also so eine kleine Handvoll Beeren kann man doch entbehren. Ey, auch das normale Stück Käse genommen. Oh, du willst den leckeren, leckeren Käse. Okay, nein, den möchte ich nicht ins Feuer. Wenn man das so faltet. Tada, ein Topf. Oh, was denn? Mal nicht, dass ich komme gut. Ja, ja, du kommst gut allein, klar. Und deswegen müssen wir dir hier ein Käsefondue machen. Okay, jetzt haben wir was, was die Tropfen, den tropfenden Käse auffängt. Oh, das sieht lecker aus. Wenn der Käse jetzt noch gut gewürzt wird. Gut gewürzt? Wir haben ja noch indischen weißen Pfeffer. Oh, oh, wie wunderbar. Ich wüsste, was ich da noch reintun würde, aber... Ich glaube, das wäre nicht den Stadtwachen dienlich, wenn wir da Baldrian reinpacken. Vielleicht ein paar von den roten Beeren haben? Beeren? Wer braucht die schon? Nimm so viele du willst. Okay, wir haben die Beeren. Dafür haben wir unseren Käse geopfert. Ich glaube, ich habe jetzt bald genug. Da
das sieht... Stimmt, ich sollte kochen. Ja, das ist ein Beruf mit Zukunft. Mit Stein mit Markierung. Können wir damit vielleicht auch reden? Schade. Da steht es miteinander sprechen im andere das. So, dann brauchen wir noch. Dann brauchen wir gar nichts. Dann haben wir alle Zutaten zusammen. Können wir hier reinladen. Aber wir könnten ja theoretisch. Rein theoretisch. Können wir. Ja, es achtet hier keiner mehr drauf. Wunderschön, wie sie das Mondlicht reflektiert. Ja, finde ich auch. Jetzt können wir in das Café. Hi. Was machst du denn hier? Was haben wir hier noch? Müll. Leer. Leer. So wie dein Kopf, Jerry. Eine Glocke. Kräuterapotheke. Treppe. Radio. Beschriebenes Blatt. Da steht Café. Tut mir leid. Was es mit dem hier auf sich hat, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Bis dann.